Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Wir sind hier in der Zeile verrutscht, selbstverständlich. Herzlich willkommen und das ist, glaube ich, ein Muss in dieser Debatte, unsere Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Jetzt machen wir das ganz formal und korrekt. Steffi Lemke, und du bekommst auch die Redezeit noch korrekt angezeigt. Du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, der Titel unserer Debatte heißt Klimakrise als Menschheitsaufgabe für Klimaschutz, für Freiheit. Klimaschutz und Freiheit, wie eng das beides zusammenhängt, das hat das Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr der Politik und unserer Gesellschaft ins Stammbuch geschrieben. Wenn wir das Klima heute nicht schützen, schränken wir die Freiheit künftiger Generationen ein. Das widerspricht dem Grundgesetz unseres Landes. Das war das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im letzten Jahr. Und die Gegenwart in diesem Jahr zeigt uns aber, dass die verfehlte, die ausgebliebene Klimaschutzpolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte auch die Freiheit der Generation, die heute hier im Saal sitzt, die heute lebt, auf unserem Globus eingeschränkt wird. Und die Bilder dieser verheerenden Flutkatastrophe in Pakistan sind dafür, glaube ich, nur eines der schlimmsten Symbolbilder. Ich bin deshalb dankbar dafür, dass die Beschlüsse dieses Parteitages, dass die Proteste auf der Straße und dass auch die Leviten, die uns Luisa wahrscheinlich gleich hier lesen wird, dass dieser Parteitag das alles ausdrückt, weil wir das brauchen. Wenn draußen diskutiert wird, ob dieser Parteitag zu nett gewesen wäre und sich die Delegierten es zu einfach gemacht hätten, dann bitte ich darum, dass die Beschlüsse sorgfältig sich angeschaut werden. Das, was ihr uns hier heute als Bundesregierung, was ihr all den grünen Landesregierungen, was ihr euch selber für die Kommunen in diese Parteitagsbeschlüsse hier reinschreibt, das ist alles andere als leicht. Und wir haben für den Klimaschutz in den letzten Monaten, weiß Gott, nicht nur Hilfreiches beschlossen. Dafür ist Lützerath wahrscheinlich das heftigste Symbol. Darüber werden wir die Debatte hier heute auch noch fortführen. Und ja, das stimmt, ich will da auch überhaupt nicht schönreden. Aber ich will auch sagen, es ist ja nicht so, dass auf der Habenseite nichts steht. Wenn 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde bleiben, dann ist das nichts, sondern das ist ein großartiger Erfolg. Wir Grüne wissen, dass wir eine radikale Transformation unserer Gesellschaft brauchen, unserer Wirtschaft brauchen. Und das geht weit über das hinaus. Und der Koalitionsvertrag von Nordrhein-Westfalen, der ist eine Blaupause für diesen Transformationsprozess. Und das sagt sich jetzt so leicht, Transformationsprozess und Blaupause, aber ihr in den Kommunen, in den Landtagen, in den Landesregierungen, wir in der Bundesregierung, in der Bundestagsfraktion, wir wissen, was das heißt, das in die Realität umzusetzen und dass die meisten dieser Entscheidungen harte Kämpfe werden werden. Wir wissen, dass wir mit einer zukunftsfähigen Energieversorgung, Wind, Sonne, grüner Wasserstoff, mehr Effizienz, Energieeinsparung, dass das alles Felder sind, auf denen wir in den nächsten Jahren verdammt hart zu ackern haben werden, um das Klimaschutzziel zu erreichen. Und dass das nicht ausreicht, dass wir eine Verkehrswende brauchen, dass wir eine Agrarwende brauchen, eine Ernährungswende brauchen. All das steht in unseren Programmen, in den Koalitionsverträgen und es muss jetzt in die Realität transformiert werden. Und das ist das Allerschwierigste. Ich will noch eines sagen zu dem, was in meinem Ministerium gemacht wird, weil wir einen Schatz heben, der in den letzten Jahren von den Regierungen vor uns komplett links liegen gelassen wurde, rechts liegen gelassen wurde, den natürlichen Klimaschutz, den wir jetzt voranbringen werden, mit dem wir Auen, Moore, alte Wälder renaturieren werden, damit sie Kohlenstoff einspeichern können, damit das Holz im Wald bleibt, damit die Aue wieder für den Wasserhaushalt was tun kann. Und dass wir dafür 4 Milliarden Euro
investiert haben, dass die Bundesregierung beschlossen hat, dafür 4 Milliarden Euro einzusetzen, das ist nichts, nichts, liebe Freundinnen und Freunde, das ist verdammt viel. Wir haben außerdem 6 Milliarden Euro für den internationalen Biodiff und Klimaschutz zusammen beschlossen. Als Bundesregierung und der Bundestag wird das unterstützen, davon bin ich ganz fest überzeugt. Und damit werden Annalena und ich auf der Klima-COP und dann auf der Naturschutz-COP, das heißt Weltklimakonferenz, Weltnaturschutzkonferenz, für diese Ziele auf der globalen, auf der internationalen Ebene werben und kämpfen können, weil wir wissen, dass wir die Klimaschutzziele nicht alleine in Deutschland umsetzen können und dass wir eine verdammt hohe Verantwortung haben für die Klimaschäden, die durch das industrielle Wirtschaften in Ländern angerichtet worden sind in den letzten Jahrzehnten, dass wir dort einen Beitrag leisten müssen, um diese Schäden zu beheben. Das ist das, was Annalena auf der Klima-COP ganz nach vorne stellen wird. Und das ist verdammt wichtig. Liebe Freundinnen und Freunde, wir verteidigen die Freiheit kommender Generationen und unsere eigene, wenn wir die Klimakrise bekämpfen. Und das wird nicht leicht werden. Und wir werden dafür zusammenstehen müssen und wir werden schwierige Entscheidungen treffen müssen. Was die erste Rednerin dieser Debatte hier vorhin zur Verkehrswende ausgeführt hat, ihr wisst, was ihr dafür alles in den Kommunen und in den Landtagen, wir in der Bundesregierung und im Bundestag umsetzen müssen, was das für ein Kampf wird. Und ich bitte euch alle, fasst diese Beschlüsse heute hier mit klaren Zielen für die Regierungsbeteiligung, für die Landtage, den Bundestag. Wir brauchen diesen Rückenwind und wir brauchen den Protest auf der Straße, damit wir diese schwere Aufgabe gemeinsam meistern können. Vielen Dank.